Entschuldige mich für die leichte Verspätung, Sie haben es sicherlich gesehen, es musste zunächst mal ein Flugzeug umpositioniert werden von einem sogenannten Inbound-Flug aus Punta Cana. Das stand für uns natürlich auf der falschen Position, da war uns so ein bisschen die Hände gebunden, hier auf unser bereitgestelltes Flugzeug noch zu warten. Ja, wir haben den Flug ein bisschen nach hinten verschoben, ich verspreche Ihnen trotzdem eine pünktliche Ankunftszeit. Heute aufgrund der Flugzeit von nur 4 Stunden 15 Minuten. Es geht in Kürze los auf der Bahn 07 mit einer Rechtskurve dann über den süddeutschen Luftraum Richtung Zagreb. Für alle weiteren Informationen zum Wetter zur Strecke dann von meinem Kollegen Herrn Neuberg, er wird den Flug durch. Dann noch eine kurze Information. Aufgrund der aktuellen Situation als Kapitän des Fluges möchte ich Sie natürlich an dieser Stelle auch nochmal auf die geltenden Regelungen zum Tragen der Ihrer medizinischen Maske an Bord hinweisen. Und ich bin gesetzlich natürlich auch dazu verpflichtet, zu gewährleisten, dass von allen Gästen eine medizinische Maske, also eine OP oder eine FFP2-Maske während des gesamten Fluges konsequent und vor allem korrekt über Mund und Nase getragen wird. Diese Verantwortung nehmen wir zum Schutze aller sehr ernst. Ich weise Sie deshalb nochmals auf die Konsequenzen hin, die ein Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske mit sich führen wird. Jeder Verstoß wird von draußen zur Anzeige gebracht und jeder Anzeige seitens der Behörden im Rahmen eines rechtlichen Verfahrens ausgegangen. Das folgt unter anderem Bußgelder. Sie können außerdem von Ihrem Rückflug oder Weiterflug mit Koffer ausgeschlossen werden. Im Sinne aller bitten wir Sie, die Verantwortung als Gast genau so ernst zu nehmen, wie wir unsere Verantwortung einzunehmen. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Flug jetzt mit Ihnen und wünschen Ihnen einen guten Flug. Ladies and Gentlemen, look at the speaking, my name is René Hoy. Ich weiß Bescheid, alles klar. We are ready now, apologize for the latest one. Ja, immer vorher gucken. Also erst rausschauen, bevor man das auch macht. Keine Gefahr, Vertrauen ist auch machen. We plan to take off in easterly direction with a right turn towards the area. Further information about the routing and the latest weather will be from my co-pilot, Mr. Marbeck. Contact the flight. Some information about the current situation. Me as the captain of this flight, I would like to draw your attention to the regulations regarding medical masks on board. My crew and I are required by law to ensure that medical mask, surgical or FFP2 mask, is worn constantly and above all correctly over mouth and nose throughout the entire flight. To protect all passengers and guests and the crew, we take this responsibility seriously. I would therefore like to remind you once again of the consequences of violating the obligation to wear medical mask. Every violation will be reported to the authorities. Every report will be investigated by the authorities through legal proceedings and may result in severe fines. And you may also be barred from your return flight or future flights. For the sake of everyone, we ask to take your responsibility as a guest as seriously as we take our responsibility as a crew. A pleasant flight with us and that's all. Thank you very much for attention. Cabin crew arm door. Abstand zu können, da wäre
Alle elektronischen Geräte, die nicht bequem in einer Hand gehalten werden können, müssen zur Startlandung im Handgepäck verstaut sein. Ein Überblick, welche elektronischen Geräte Sie während des Fluges benutzen dürfen, finden Sie in Ihrem Kondamagazin. Falls die elektronischen Geräte während des Fluges in den unzugänglichen Bereich des Sitzes rutschen, verstellen Sie bitte Ihren Sitz, informieren Sie umgehend ein oder Funktionalität. Gleiches gilt, falls Ihr Gerät beschädigt ist, beheizt wird oder gar zu quanken ist. Ladies and gentlemen, our last aircraft has already closed and we are ready for departure soon. All electronic devices are comfortably in one hand, must be stored securely and in hand luggage for takeoff and landing. In your common magazine, you'll find the list of all the electronic devices. If your electronic device falls between the same place, you must adjust the code. Please also keep true assistance should the device become damaged, very hot, or even produce this smoke. Meine Damen und Herren, unsere Flugzeit nach Hurghada wurde mit 4 Stunden 15 Minuten berechnet. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Herr tatsächlich verstaut ist oder einen Gang oder Notausgang blockiert. Schnallen Sie sich bitte jetzt an und ziehen Sie den Gurt fest. Mein Name ist Anke Kraus. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Fühlen Sie sich bitte herzlich willkommen. Ladies and gentlemen, our flight to Hurghada was calculated for 15 minutes. Please make sure the hand luggage is safely stowed away with offloading an aisle or emergency exit. Please fasten your seatbelts now and pull them tight. My name is Anke Kraus and together with my colleagues, I wish you a very pleasant stay on board and I'd like to extend a very warm welcome to you. Gemeinsam mit Herrn, wir bitten jetzt noch um Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Bitte verzichten Sie auf die Verwendung von Kopfhörern für die Dauer dieser Vorführung. Ladies and gentlemen, may we have your attention, please, while we demonstrate the safety features of this aircraft. Please discontinue the use of personal headphones for the duration of this presentation. Immer wenn die Anschnallzeichen eingeschaltet sind, muss Ihr Sicherheitsgurt geschlossen sein. Führen Sie die beiden Gurte zusammen, ziehen Sie diese fest. Zum Öffnen des Sicherheitsgurtes brauchen Sie nur den Verschluss wieder anheben. Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Fasten the belt is being shown and pull the strap tight. To unfasten the belt, simply lift up the buckle. Unser Flugzeug, ein Airbus A320, hat 8 Notausgänge. Sie befinden sich auf beiden Seiten der Kabine, im vorderen, mittleren und hinteren Teil. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchtstreifen am Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Der nächstgelegene Notausgang kann sich auch hinter Ihnen befinden. Im Notfall verlassen Sie das Flugzeug bei Notrutschen, die sich automatisch aufblasen. Lassen Sie alles Handgepäck an Bord zurück, ziehen Sie hochhackige Schuhe aus, folgen Sie den Anweisungen der Besatzung. Bitte werfen Sie vor dem Start einen Blick in die Sicherheitsinstruktion. Sie befinden sich in Sitztaschen vor Ihnen. Sie informieren über die Lage und Handhabung der Notausgänge, Sauerstoffmasken und Schwimmwesten. Hier finden Sie auch die Schutzhaltung, die Sie einnehmen müssen, sollten wir Sie dazu auffordern. The 8 emergency exits of these A320 are located on both sides of the cabin in the front, center, and the rear of the aircraft. These are marked with the word exit. Additional lighting will be provided at floor levels to help you find the exits. Keep in mind that the nearest exits may be behind you. In case of an emergency, we will leave the aircraft by flight, which will automatically inflate. If you have to evacuate, leave all belongings behind, remove high-heeled shoes and follow the crew's instructions. Please review the safety information card located in your seat area for takeoff, because it contains important information concerning the location and operation of emergency exits, oxygen masks, life vests, as well as the brace position,
bit too much instructed. Bei einem eventuellen Druckverlust fallen automatisch Sauerstoffmasken aus dem Deckenfach über Ihrem Sitz. In diesem Fall entfernen Sie zunächst Ihre medizinische Maske. Ziehen Sie eine der Masken zu sich heran, um den Sauerstofffluss zu starten, und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Atmen Sie normal weiter und befestigen Sie die Maske mit Hilfe des Bandes. Der Beutel der Maske bläst sich nicht auf, aber Sauerstoff fließt. Danach helfen Sie Kindern und hilfsbedürftigen Personen, die neben Ihnen sitzen. If the cabin air supply fails, masks like these will be appear automatically from above you. In this case, remove your medical mask first. Stay seated and pull the mask towards you. Pulling the mask starts the oxygen. Place a mask over your nose and mouth and breathe normally. Adjust the band to secure it. Fit your own mask before helping others. The back on this mask may not inflate, but oxygen will be flowing. Die Schwimmwesten befinden sich unter dem Sitz. Auf Anweisung der Besatzung entnehmen Sie die Schwimmweste. Ziehen Sie die Schwimmweste über den Kopf. Führen Sie den Gurt um den Körper, haken Sie ihn ein und ziehen Sie ihn straff. Unmittelbar nachdem Sie das Flugzeug durch die Notausgänge verlassen haben, ziehen Sie am roten Griff, um die Weste aufzublasen. Falls sich die Weste nicht aufbläst, Sie Luft hinzufügen oder ablassen möchten, verwenden Sie den roten Mundschlauch. Your life vest is located under your seat. If instructed by the crew, remove the life vest from its container. Pull the life vest over your head. Pass the strap around your waist. Attach the hook and pull the strap tight. Do not inflate your life vest until you are outside the aircraft. Pull the red tip to inflate the life vest. If it fails to inflate or if you need to regulate the vest air pressure, you can use the rubber tube. Meine Damen und Herren, stellen Sie die Rückenlehne Ihres Senkrechts, lassen Sie die Tische hoch und die Armlehne herunter. Die Sonnenlenke muss für Statusdach geöffnet sein. Prüfen Sie nochmals, dass Ihr Handgelenk nicht verstaut ist ohne Gang oder Unterausgang. Noch hier. Take out, please adjust the back rest of your seat to an upright position, stow your table and fold down the armrest. The window shades have to remain open during takeoff and landing. Please verify that your hand latch is stowed correctly, must not block an aisle or an exit. Wir möchten Sie auch darauf aufmerksam machen, dass dies ein Nichtraucherflug ist. Auch die Benutzung elektronischer Zigaretten ist nicht gestattet. Aus Sicherheitsgründen ist es streng verboten, auf den Toiletten zu rauchen. Ladies and gentlemen, this is a no-smoking flight. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is not permitted at any time, anywhere on board. For safety reasons, it's strictly prohibited to smoke in a lavatory. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind Sie dazu verpflichtet, Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Besatzung jederzeit Folge zu leisten. Due to legal requirements, we ask that you comply with all placards, like signs and crew member instructions at all times. Und zum Abschluss noch ein Gesundheitshinweis. Ihre und unsere Gesundheit liegt uns am Herzen und wir nehmen deshalb alle geltenden Schutzmaßnahmen hier bei uns an Bord sehr ernst. Bitte berücksichtigen Sie unbedingt folgende Hinweise. Waschen Sie sich regelmäßig, gründlich Ihre Hände mit Wasser und Seife. Vermeiden Sie Berührung im Gesicht, Husten und niesen Sie in die Armbeuge. Die vordere Toilette steht heute ausschließlich der Besatzung zur Verfügung. Bitte benutzen Sie die Toiletten im hinteren Bereich des Flugzeuges und halten Sie sich bitte an die empfohlene Handhygiene. Beachten Sie, dass Wartungsgang vor den Waschräumen und lange Aufenthalte in den Bordküchen zu vermeiden sind. Wir danken für Ihre Unterstützung, auch im Namen aller mitreisenden Gäste und ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, your health as well as ours is very important to us. We take our COVID-19-related protective measures on board very seriously. Please consider the following measures. Wash your hands regularly and thoroughly with water and soap. Avoid touching your face, cough or sneeze in a crook of your arm. The lavatory in the front will only be used by the crew. Please use the washrooms in the rear of the aircraft and take care of your hand hygiene.
Please also note that the queues in front of the washrooms and long stays in the galleys should be avoided. Thank you for your support, also on behalf of all guests traveling with us, and I thank you for your attention. Scheiße.
sollten Sie die Deckfläche über sicheren Todes öffnen, tun Sie bitte vorsichtig, wenn der Deck dann ausfallen kann. Bei sicheren, we recommend to keep your seatbelt fastened. Keep the entire air flight. This procedure secures your safety during your flight in case of any turbulences. If you open an overhead luggage during your flight, please do it carefully to an object falling out.